Zurück bei Fast Forward. Ich bin Rocco Schamoni und das ist Charlotte Roche. Ja. Die Leute, die kennen dich jetzt. Sag mal ganz kurz, woher ist dieser Akzent? Ich weiß es ja noch nicht. Ach so, ich bin Engländerin. Ah, okay. Ich bin in Wimbledon geboren. Ehrlich? Meine Eltern sind britisch. Echt? Ist das ein Akzent? Ja, also weil der Tonfall da drin, der Sprachtonfall. Der Singsang. Ja, der ist aber gut. Weiter. Die Leute kennen dich ja so unter anderem als großartigen Entertainer. Und wenn ich so Sachen sehe, die du bis jetzt gemacht hast, dann erinnert mich das so immer ein bisschen an Adriano Celentano. Voll wieder ins Schwarze getroffen. Ist das jeder Punkt ein großer stimmt. Held von dir? Ist ein großer Held von dir. So, vor allem so Sexappeal-mäßig, ne? Extrem, und genau, das ist, Stil, genau, das ist das, genau. Und vielleicht auch ein bisschen die Fresse auch. Die Fresse auch, ja. Genau. Werde ich auch immer darauf angesprochen. Man muss bei Adriano halt immer unterscheiden zwischen diesem wunderbaren Charakter, den er so quasi in der Öffentlichkeit darstellt, und den Inhalten der Filme. Wir sind natürlich ganz oft unglaublich unter aller Sau. Kennst du den Film, wo er gegen den Wein... Gibt den Affen Zucker. Ja, gegen diese Weinmatschmaschine an. Ja, wo er da oben drauf tanzt. So cool, gigantisch, ne? Ja. Also das Ding ist, in schlechten Filmen schafft es der Typ trotzdem zu brillieren. Und man mag ihn trotzdem, obwohl der ganze Film kacke ist. Ja, der ist irgendwie ein ganz komischer Affenmensch. Der glemmt. Ja, ein glemmiger Affenmensch. Genau. Willst du das? Danke für das Kompliment, Charlotte, nochmal. Was? Ja, dass ich ja auch so ähnlich wie der bin. Ach so. Ein glemmiger Affenmensch, oder was? Ach so, ja, das ist doch schön. Ja, also, entschuldige mal. Die Leute sagen zu mir viel schlimmere Sachen. Was denn? Gelbzahn-Indianer. Echt? Und sowas. Grauzahn würde aber eher stimmen, oder? Ja, ist ja auch egal. Du hast ja vor knapp, war das ungefähr vor 10 Jahren? Ja, CDU, vor 10 Jahren. Das Lied CDU gemacht? Ja, ist das richtig? Ja. Und das hast du jetzt ins Internet reingegeben, stimmt das auch? Mhm. So, damit das andere Leute remixen. Einzelspuren, ja. Die einzelnen Tracks, also die Gesangsspuren, die Bläserspuren und so einzeln reingelegt. Mhm. Und jetzt haben wir schon 8 Remixe zurückbekommen. Davon sind 3 ernsthaft wirklich gut. Ja. Elektro-Ska vom Allerfeinsten. Und was passiert damit? Ich habe die Rechte von meinen beiden auf Polydor Motor veröffentlichten Platten von 1989 und 90 zurückbekommen. Ja. Und im Sommer dieses Jahres oder Spätsommer veröffentlichen wir ein Re-Release davon, von den besten Sachen. Mhm. Und da kommen die Remixe von CDU mit drauf. Mhm. Und wir schicken jetzt die ganzen Remixe von CDU an die SPD-Landesverbände, um sie zu den Wahlkämpfen zu unterstützen. Wir haben es original vor 10 Jahren gemacht. Das ist ein guter Plan. Ja, wir haben es vor 10 Jahren wirklich gemacht. Wir haben es zu den Wahlen losgeschickt. Und da war aber die Zeit noch nicht so weit in Deutschland. Da gab es sowas wie Kult noch nicht. Da gab es noch kein Gildehorn und all das. Ne? Und dann haben wir den Scheiß rausgeschickt. Und sie haben es zurückgeschickt mit den Worten: Vielen Dank, wir freuen uns für die freundliche Unterstützung, aber wir haben schon irgendwelche Dixieland-Bands verpflichtet. Oder so, ja. Jetzt sind wir, glaube ich, am richtigen Punkt. Jetzt knallt es vielleicht doch noch bei der SPD mit CDU. Oh ja, gerne. Ja, du hast die neue Single jetzt von Miles geremixed. Ist das dein erster Remix? Mit Aerobic, ne? Ich habe schon mehrere. Ja, mit Aerobic zusammen, ja. Und hast schon mehrere. Das ist sehr gut geworden. Also in unseren Ohren ist es sehr gut geworden. Ja, ich weiß nicht, was Miles davon halten. Weißt du noch nicht, was die davon halten? Ich weiß nur, dass der, dass der Typ, der Aerobic den Auftrag gegeben hat, sich gemeldet und meinte, das wäre ein guter Remix, aber mehr weiß ich nicht. Okay. Und komm, hast du denn jetzt schon neue Remixe weißt du, im Visier? Weißt du, was ich mache? Was? ZZ Top Remix. Ne. Ja. Ja, das meine ich ja. Was machst du halt nicht? Wirklich? Ja. Bist du schon dran? Nee, ich krieg das jetzt demnächst wahrscheinlich, wenn alles gut geht. Sehr schön. Ich find's ein Traum. Sehr schön. Warum mal Remixe nicht Adriano Celentano? Würde ich gerne machen, aber den Auftrag musst du erst mal bekommen. Ach, das läuft das immer so rum? Ja. Also du kannst jetzt nicht... Ich weiß es ja nicht. Man, ich könnte hingehen und sagen... Und dann kriegst du aber den Auftrag. So läuft das. Du kannst dich bewerben und dann ist die Möglichkeit, dass du den Auftrag kriegst. Oder die Leute finden dich gut und geben dir den Auftrag, weil sie dich sowieso mögen als Person. Okay. Ja, und bei Adriano wäre es so, der hat nichts Aktuelles auf dem Markt. Man könnte zum Beispiel hingehen und sagen, ich habe ein tolles Duett geschrieben. Ich bin der deutsche Adriano Celentano. Ich möchte mit Adriano ein Duett machen. Und wenn er sich erbarmt und die Plattenfirma das zusammenführt, könnte das klappen. Aber schwierig. Aber er ist sehr zurückgezogen. Ich glaube, er hat auch... Ich will ihn ja auch interviewen, seitdem ich bei Viva 2 Wenn du das jemals hinkriegst, dann machen wir eine Kooperation. Ich muss Helmut Berger interviewen. Ja. Bevor er stirbt. Ja. Klaus Kinski, bevor er stirbt. Und Adriano Celentano. Bitte lass uns dann zu dem Zeitpunkt darüber noch mal reden. Ja. Weil ich möchte dann auch mit Adriano was zu tun haben. Ich habe dem was zu geben. Eine Zukunft im Alter, vielleicht an meiner Seite. Dann würde ich sagen, vielen Dank, Herr Schamoni. Das war's schon. Schade. Tut mir leid. Es war ein Traum von einem Gespräch. Für mich auch. Danke, Charlotte. Tschö, ihr sexy Dingsbums. Arschkrampen.
Lieber Rocco. Mhm. Ja. Was steht denn in Zukunft an bei dir, Liebes? Super Frage. Also. Ich kann nicht mehr antworten. Doch, jetzt antworte. Also, es gibt natürlich die obligatorische Tour zum Buch im Mai, 10 Tage. Eine Vorlesetour. Eine Vorlesetour. Kommst du nach Köln? Ich komme, glaube ich, auch nach Köln. Und zwar mit dem neuen Projekt Bird Clock. Mhm. Bird Clock bin ich zusammen mit Jack Palminger und Aerobic. Ja. Zwei ganz wunderbare Interpreten der zeitgenössischen Kultur. Einen Monat später gehe ich mit meiner Band nochmal zu einer Nachpräsentation unserer Platte auf Tour im Juni. Für 10 Tage auch im ganzen Land zu sehen. Dann hoffe ich, dass wir zusammen mit dem, im kleinen exquisiten Kreise mit Ego Express, Kotze, Cosmic, Aerobic, Schorsch Kamon und ich im Herbst des Jahres nach Amerika gehen, um dann eine kleine elektronische Tour zu veranstalten. Oh Gott, die armen Amerikaner. Das wird super. Euch alle auf einem Haufen. Wir bringen diesen total vergreifenden Rockdeppen endlich House, Love, Sexiness. Und dann gibt es so viel. Dann machen wir jetzt ein Internetportal-Label auf, Pudel als ja. Internetportal, okay. Wo wir unsere neue Musik Wer macht präsentieren. Das denn? Kennst du dich aus mit Internet? Sehr gut. Ich bin Computerfreak. Total. Ehrlich? Total. Das hätte ich nicht gedacht. Total, durch und durch. Seit Jahren. Hast du meine Website schon mal geguckt? Nein. Da muss man gucken. Mache ich unbedingt. Charlotte Ed. Du musst einfach Charlotte als Suchbegriff eingeben. Okay. Mach ich. Das ist super. Wirklich. Und habe ich noch was nachzufügen? Was? Ja, es gab noch. Ja, genau. Im Herbst Aufnahme der neuen Platte. Vorschlag haben wir übrigens. Warum? Abrissarbeiten. Okay. Ja, Entschuldigung. Im Herbst? Einspielen der neuen Platte, einer neuen Platte mit eventuell englischsprachigen Texten endlich. Ich muss raus aus dem deutschen Ghetto. Ja. Ja, raus aus diesem. Kannst du sehr gut Englisch? Ich kann weder gut Englisch noch, dass ich der beste Sänger bin, den ich kenne. Ja. Deswegen wird das ein Projekt sein, bei dem ich quasi nur im Hintergrund arbeite. Okay. Vielleicht, ich suche eigentlich jemanden, der Englisch in England geboren ist, gut Englisch sprechen kann und vielleicht Texte machen kann. Kann auch eine Frau sein. Falls das irgendjemand mitbekommt. Was ist denn mit Gelbzahn-Indianern auch? Ja, würde ich auch nehmen. Echt? Ja. Cool. Kennst du welche? Ja. Ich kenne da jemanden. Charlotte, du hast viel zu viel um die Ohren. Du kannst die Zeit gar nicht aufnehmen. Nee, das stimmt nicht. So, hier nach diesem Interview mache ich ja sowieso. Das Angebot ist gestrichen. Ich habe schon jemand. Danke.